so ein Penner. Hi. Komm mal hier hin. Dreh mal um. Penner. Pufffisch, Pufffisch. Ich brauche Sauerstoff. Ah. Der ist einfach vom App gehauen, Bruce. Ja, dann ist er wohl auf dem Weg zu mir. Der hat mich beißen wollen, der hat einfach Angst. Ja, dann kommt er wahrscheinlich zu dir jetzt. Ja, das kann sein. Das ist nicht so geil, weil ich habe hier einen Explosionsfisch. Ja. Das ist dann wirklich nicht geil, da hast du recht. Und er hat mich wirklich gebissen, wo ich gerade das Viech umgebracht habe. Penner. Hallo, Bruce. Ich muss aber mal leider auftauchen. Er macht seine Wände. Komm von unten. Ich erstick gleich. Was mit mir? Würde ich irgendwas für dich machen? Nee, ich bringe gerade Bruce um, weißt du? Aber ich muss ja immer an Sauerstoff denken. Ach, Quatsch. Oh, er hat mich erwischt. War wohl eine scheiß Position. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich mich schon mal in Sicherheit bringe. Sicherheit ist immer gut. Ich hole hier gerade noch Bretter aus dem Meer. Ja, sehr gut. Das heißt, wenn Bruce jetzt nicht zu dir kommt, dann sag mal Bescheid, weil dann ist er auf dem Weg zu mir. Bruce ist gerade gestorben. Ach nö, der Arme. Oh, doch, hat einen Herzinfarkt, glaube ich. Oh, Bruce, was ist denn los, hä? Was ist denn los, Bruce? So. Und das Ganze ohne Taucherflasche und ohne Schwimmflossen, ne? Nur nochmal. Respekt. Also hast das Timing also wieder raus, ja? Ja, das war mal kurze, weißt du, was Kurzes war das mal. Für eine Aufnahme war nicht mehr so gut. Ne, das ist Ton, aber der Ton sieht hier ganz anders aus, der Olaf. Mal, will er mich verarschen? Der Olaf? Ja. Nee, so eine Möwe, da habe ich die ganze Zeit... Bring um! Ja! Ich habe die ganze Zeit dahin geschossen, aber angeblich habe ich sie nicht getroffen. Das ist ja der größte Bullshit hier immer. Na, weil du nichts kannst. Habe ich dir doch heute schon mal gesagt. Nee, ich finde das affig. Ja, ja. Also hier zu sagen, ich könnte... Ne? Der Gorilla und affig. Ja, ist du, könnte es sein, dass es Nacht wird. Hier ist so dunkel unten. Wahrscheinlich. Hier wird es gerade auch ein bisschen dunkler. Aber halt na, der erst ein bisschen. Es ist noch nicht dunkel. Nee, ich kann noch was erkennen. Ist das ein Hai oder ist das eine Muräne? Bin ich. Achso. Hallo. So. Weißt du was? Unter Wasser trinke ich, glaube ich, mal was. Das ja, geht. Das klingt logisch. So, den, hier habe ich den Glibber. Hier ist noch Glibber. Hier ist noch Glibber. Da ist noch Glibber. Da ist noch Glibber. Komm, gib mir den Glibber. Glibber, Glibber, da hinten habe ich noch was glänzen sehen. Das könnte ein bisschen Mafalda sein. Genau, noch ein bisschen Eisen. Mathilda? Mathilda. Oh, jetzt kann ich nichts mehr sehen. Die ganzen Palmenblätter habe ich wieder weggeworfen. Die sind ja echt immer der größte. Ja, ich glaube, Palmenblätter haben wir zweimal volle Kiste. Ne? Da dürfte ja, nicht mehr viel Problem sein. Boah, Alter, warum muss das denn immer dunkel werden in den Spielen? Ich kann doch nichts erkennen. Hey, das, also in dem Spiel, da wird es ja nicht, es wird nicht dunkel, es wird einfach schwarz. Du kriegst ein Black Screen. Das ist das Spiel. Ich sehe also du erkennst nichts mehr. Das ist, ja, du kannst auch vergessen, da überhaupt noch was sehen zu wollen. Das ist ja, was du dir erlaubst zu denken. Na, ehrlich, widerlich. Bin aber auch weit weg. Hättest mich ja mal mit dem Rettungsboot abholen können, weißt du? Nö. Während ich hier schwimme, fresse ich erstmal. Aber wer du saust wieder alles ein, du. Natürlich, ist schon soweit. Einen neuen Ankerhaken könnte ich auch mal gebrauchen. Geht bei dir auch immer schnell. Oh, ich habe gesehen, ich brauche gerade Planken. Ups. Hoffentlich hast du genug gesammelt. Gekocht. Ja, haben wir genug. Also wir haben fast wieder eine ganze Kiste voll. Aber die müssen ja auch platziert werden, hier beispielsweise beim Kochtopf. Und da hatte ich es jetzt leider vergessen zu platzieren. Aber sind noch alle Blumen da? Ja, was ist denn mit den Möwen? Die Möwe hat auch die Vogelscheuche attackiert. Ah, deswegen wahrscheinlich. So, Bienen haben wir gesammelt. Dreck auch. Können wir ja mal gucken. Was habe ich? Ich habe mich. Also wirklich eine schöne Kiste voll mit komisch. Klingt gut. Das klingt gut. Kiste voll mit komisch. So, warte mal.
fangen wir denn mal an. Alles wieder gleich schön sortieren, weißt du, das ist ja auch das Komische in solchen Spielen, weißt du. Da bist du mal eine Minute auf so einer Insel und schon... Halbe Stunde wegbringen, Sachen. Ja, aber wirklich. Sachen wegbringen, so herum. Ich weiß aber auch nicht, wo das alles hingehört, weißt du, das ist schlimm. Ja, das ist, also, das müsste dir eigentlich so einen Knopf geben, der sortiert alles in der Umgebung weg und gut ist. Das oder? Hatten wir schon mal in Terraria, ne? Mhm. So, was das ist halt auch echt gut. So. Ja, vor allem, weil wir auch so viel haben, ne? Ich weiß überhaupt nicht mehr, wohin damit. Was ist das denn hier? Unterschenkelsuppe. Wieso haben wir denn hier explosives Pulver drin? Wäre das nicht sinnvoll in der anderen Kiste? Das war vielleicht wirklich ich. Nee, nicht wirklich, das warst du. Hier ist übrigens ein Helm drin, Hasenzahn. Aber das ist ein Pilotenhelm, das ist kein Schutzhelm, alles klar. Oh, fuck, warte, ich muss hier gerade mal was trinken. Der krepiert hier gerade. Ist er wieder soweit? Die Drama-Queen? Ja, wirklich, Drama-Queen vom Herrn. Ich höre hier wieder eine... Möwe? Möwe, genau. Aber wo? Die hat jetzt die Vogelscheuche kaputt gemacht. Die Bitch. Was eine Bitch. Ja, die einfach zu bissen. Weil ich werde mal hier wieder den Anker lichten. Ja, die Insel ist, glaube ich, fertig, ne? Genau. Ganz genau. Kann ich vielleicht nochmal hier ein bisschen an der Insel vorbeisteuern. So, nochmal 8 Glibber. Nochmal 6 hiervon. Und dann machen wir das auch wieder voll. Was machst du gerade? Ich schmelze gerade Erze. Wenn du mal irgendwann wieder Planken in der Hand hast, ne? Da habe ich sogar noch welche dabei. Ah, das wäre super. Du könntest du eventuell mal eben... So. Ja. Weißt du? Da Planken in die Öfen wieder packen. Weil ich habe kein Holz dabei. Das ist dann... Müsste ich das machen und da habe ich keine Lust. So. Nee. Das ist ja auch unter deiner Würde. Sehe ich auch so, weißt du? Ich bin ja hier nicht der Plankenmeister. Nee, deswegen mache ich das. Mach dir ja keine Sorgen. So. Olaf? Wo packe ich denn den Olaf hin? Wir haben es gleich geschafft. Wer hat denn hier Kupfer einsortiert? Welcher Volldepp. Nee, Kupfer habe ich nicht gemacht. Garantiert hast du hier Kupfer reingetan, Gorilla. Garantiert. Nein, ich bin doch auch ehrlich, wenn ich was falsch gemacht habe. Nee, dir ist das einfach nur peinlich, weil du hier einen Fehler nach dem anderen machst. Das ist es. Die Leute, zugeben. Die Leute lästern schon, was für ein unfähiger Affe ich da um den Raft habe. Weißt du, so sieht das aus. Ah, hier mal ein paar Planken wieder platzieren. Das ist den Leuten auch schon peinlich. Die sehen das ja auch, weißt du? Ja, leider. Aber ich denke, wir haben hier genug Planken gesammelt und dann kommen wieder 20 andere Orte und Sachen, die ja irgendwie Planke benötigen. Achso, dreh ich doch durch. Hast du irgendwas gesagt, wie wir hätten genug Planke oder so? Weiß ich jetzt nicht. Planke würde ich niemals sagen, dass wir das genug haben. Das ist der größte Betrug in dem Spiel hier. Der Plankenskandal, weißt du, da ist Wirecard nichts gegen. Nee, das stimmt. Weißt du was, ich esse mir, glaube ich, mal eine Melone. Komm. Dass ich auch mal wieder ein paar Früchte kriege. Ich habe heute übrigens auch Melone gekauft. War wieder ein super Angebot, weißt du? Mhm. Da waren... 2 für 3. Nee, schlimmer. Und zwar, jetzt ernsthaft, ne? Hatte ich mir rausgeschrieben, weil das so ein besonderer Deal am Freitag, Samstag war. Ist heute Freitag? Heute ist Freitag, genau. Mini-Melone, 2 Euro Stück, weißt du? Und dann stehe ich da im Laden und sehe nebenan normale Melone, 99 Cent pro Kilo. Ja? Selbes Geburtsland. Was habe ich gemacht? Ja, nachgerechnet wahrscheinlich, also die kleine gewogen. Richtig, waren 1,4 Kilo. Habe ich nicht gekauft. Nee. War das schlau? Ja, ist so viel Mathe, aber ja, ist schlau. Siehst du? Also, wenn du sie dann die große stattdessen wahrscheinlich geholt hast, ne? Genau, die war aber nur ein Kilo schwerer, also jetzt nicht so ein Riesenunterschied, ne? Wenn das jetzt so eine 6-Kilo-Melone gewesen wäre, hätte ich es logischerweise nicht gekauft. Außer wir hätten uns getroffen, dann hätten wir uns mit Melone abwerfen können oder einreiben oder so, weißt du? Mhm. Wir drehen uns so komisch, da kommen wir nicht nur so vor. Nee, wir drehen uns. Das wollte ich auch gerade noch erwähnen. Wir machen hier, sind wir im Strudel gefangen? Ja, aber ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Warum drehen wir uns denn? Ja,
noch nie erlebt hier. Also der Anker ist gelichtet, der ist oben. Aber so, jetzt müsste es vorbei sein. Ich glaube, dass unser Lenkrad war einfach nur noch ein Hauch eingeschlagen. Na gut. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall mit voller Breitseite den ganzen Loot ab. Das ist natürlich geil. Ja, siehst du, du musst. Also. Das war ja beabsichtigt. Möfe, Möfe, Möfe. Ja, ich such sie, ich sehe sie nicht. Da, nimm die Tote. Oh. Hier ist aber auch weggeknallt, hör mal. Ja, weißt du, so eine Kackmöwe meinte, sie könnte hier einen auf dicken Otto machen, weißt du? Never. Da ist sie bei mir aber völlig falsch. Völlig falsch. An der falschen Adresse. Ich bin am überlegen, sollen wir noch Melone pflanzen? Wir haben gar nicht so viele Melonensamen, ne? Ja, dann auf jeden Fall. Komm, mach. Kriegen wir bestimmt mehr. Ja, komm, ich mach mal einen ganzen Satz Melone. Ein Satz mit X hat war wohl Melone. Richtig. Weil wir wissen ja, dass X in Melone steht für Gefahr. Ich dreh durch. Warum? Ach, nix. Ja, einfach so. Ach so. Kann ich hier irgendwo mal wieder ein paar Planken reinsetzen? Komm. Komm, ist ja der Klassiker. Ja, endlich. Hat Bruce wieder gebissen, die dumme Sau? Der Huso? Nee. Ist trotzdem Huso. Ja, natürlich ist das einer. Vom Feinsten. Widerlicher. Kleiner Stinkhai. Stinkhai. Du bist ein Stinkhai. Eben. Genauso wie so diese Mistmöwen, weißt du? Ich glaube, ich trinke mal was. Stinkhai-Mistmöwe. Da muss man riechen, wenn ich im Wasser bin, ne? Und gegen den kämpfe. Wie der riecht. Wenn man das ist wie Affenkacke. Nur halt vom Hai. Was? Der geht gar nicht so weit. Ist ja wirklich widerlich. Sag ich dir. Nee, will ich niemanden zumuten. Weißt du was? Ich pflanze auch mal 3, 6, 9, 12. Ich pflanze auch mal Kartoffeln. Davon haben wir nicht mehr ganz so viele. Von diesen komischen Runkelrüben haben wir genug. Okay. Alles klar. Da kannst du ja richtig froh sein, dass du mich an Bord hast. Da bin ich ja auch, weißt du doch. Weil ich so einen schönen schwarzen Daumen habe. Was? Die neuen Koordinaten würde ich mal eben eingeben. Was hältst du denn davon? Damit wir zumindest mal wissen, was hier abgeht. 8325. Soll ich mir das merken? Oder soll ich dich durcheinander bringen? Wie möchtest du es haben? Ich kriegst mich nicht durcheinander. 8985. Habe ich dich durcheinander gebracht? Ich rede einfach nicht mit dir. Nee, ich glaube noch nicht. Ja, hat funktioniert. Ja, sorry. Das hätte ja klappen können. Wir segeln sogar wieder darauf zu, hör mal, das ist ja hier. Also ja, ich glaube nämlich, dass geil, du das gar nicht brauchst, weißt du? Du brauchst gar nicht die, weißt du? Das ist ein Hightech-Scheiß hier. Ja, genau, weil einfach segeln, dann findest du es schon. Oh. Hilfe! Wow. Ein Pfeil konnte ich ihm noch in den Rücken schmeißen, diesem Hurensohn. Boah, ich bin untergegangen. Ich bin ja aus Versehen, irgendwo bin ich hier reingerannt, dass ich hier untergegangen bin. Irgendwo muss hier ein Loch sein. Du bist zu fett. Hat die Bitchin hier ein Loch eingebissen? Da bin ich einfach blöd gelaufen. Der letzte Honk. Oh, wahrscheinlich eher das. Hör mal, ich hole mal kurz, seit wie vielen Tagen wir hier auf diesem Raft sind. Das interessiert mich ja jetzt mal eben. Dann will ich nämlich mal was ganz Besonderes fragen. Wo ist denn der Kalender hin? Der Kalender. Wo ist der Kalender? Der Kalender. Ich will den Kalender. Ich muss einen neuen Kalender machen. Nee, ja. Ich habe irgendwo einen Kalender gesehen. Ich crafte einen neuen Kalender. Warum? Ich sehe ihn hier nicht. Ja, weil ich ihn Warte. Ich gebe dir eine Minute, mein Freund. Ich meine, ich hätte ihn hier irgendwo gesehen. Beim Reinkommen vorhin. Kann ja sein. Hast du den mittlerweile auch kaputt gemacht? Nein. Sicher? Der war doch hier mal an der Außenwand. Nein. Hast du ihn da oben gehängt? Nein, du hast doch gerade noch gesagt, du hast den gesehen, den Kalender. Ja, ich habe irgendwas im Kopf, aber das kann ja auch alles andere sein. Ich habe in der Zwischenzeit schon wieder 100 Spiele gespielt. Gorilla, da ist eine Insel. Ja. Jetzt kümmer dich doch mal. Nee, ich meine, was hast du den denn hingemacht? Kalender. Ja, weiß ich auch nicht. Kalender, da. Ich brauche 2 Nägel. Ah, toll. Nicht mal wieder nageln, weißt du? Ja, da können wir drüber reden.
Eins, zwei, Kalender ist vorbei. Hast du die Ruder noch? Nee, es gibt keine Paddel mehr. Aber, schnell, 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 wir müssen da hin. Da ist eine Insel. Ja. Los ja, jetzt. Schön.